was wäre die Gamescom ohne eine Gamescom Battle Challenge? Wir machen eine Neuauflage, wie es so viele, viele Publisher dieses Jahr schon gemacht haben, hier auf der Gamescom. Und an meiner Seite wieder dabei, Laura. Was denkst du, wie wird dieses Jahr besser als letztes Jahr? Nein, das kann nicht besser werden. Das kann nicht besser werden, okay, das ist eine Ansage. Und ihr seht an meiner Seite ganz neu, nicht bei uns im Team, aber als kleiner Gast, Tim Hielscher. Was machst du denn hier? Ich sitze hier mit einem niedlichen Tierchen, das fast so süß ist wie du. Oh, das ist aber süß gesetzt. Ja, wir machen also heute quasi eine Rumble Pack X Play.x Gamescom Battle Challenge. Und jetzt geht's los. Wir sind hier in der Retro Area im Family and Friends Bereich und hinter uns wird schon fleißig Tekken 3 gezockt. Und da steigen wir doch direkt mal ein. Tim, deine Chancen, wie schätzt du sie ein für Tekken? Ich habe früher viel Geld in den Automaten gesteckt. Ich glaube, das wird ganz gut. Okay, Laura? Ja, ihr kennt meine Skills. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Okay, eine Regel gibt es aber. Wir spielen nicht mit Eddie. Best of three. Und ich würde sagen, los geht's. Und nicht mit Gon. Und nicht mit Gon. Auf keinen Fall mit Gon. Ab geht's. Ja, der Tag fängt ja schon mal super an. Ich habe den glorreichen letzten Platz belegt. Auf Platz 2, die wundervolle Laura. Yes. Ein krasses Yes. Und Platz 1, unser Gast, Tim. Hättest du damit gerechnet? Eigentlich schon. Wow. Aber glaube ich nur darum, wer am wenigsten schlecht ist. Sind wir ehrlich. Also wir haben alle keinen Skill, aber es ging einfach nur darum, wer verkackt am wenigsten. Und das war ich. Aber es hätte auch du sein können. Das ist super süß, aber im nächsten Spiel mache ich euch beide Platz. Weiter geht's. Ich kann einfach gar nicht mehr reden. Das war das zweite Spiel. Wir haben Rockband gespielt, Stayin' Alive von den Bee Gees. Und wer hat natürlich wieder gewonnen? Aber das nächste Spiel, ich nehme die beiden jetzt auseinander. Ich sag's euch. So, hier stehen wir mit 0,8 Promille. Wir machen jetzt den ultimativen Verkehrstest. Thank you.
Fazit, mit 0,8 Promille und einem Rollator läuft es sich nicht ganz so flüssig. Wir waren echt, ich will nicht sagen schlecht, aber untrainiert, und das ist sehr gut. Und weil wir alle so schlecht waren, machen wir jetzt noch ein Stechen, und zwar wir spielen Memory mit 3,0 auf dem Kessel. Ja, wir stellen fest, die Person, die am besten mit Alkohol anscheinend umgehen kann, ist hier zu meiner Linken, Laura. Ja, das liegt an meinem frischen Gehirn. Ah. An Alkohol konserviert. Tim, bei dir war es eher so mittelmäßig, was war da los? War halt kein echter Alkohol. Den hätte ich besser vertragen und ich hätte auch ein bisschen besser reagiert, aber mit der Brille habe ich keine Chance gehabt. Ja. Mein Problem war ganz einfach, ich bin nicht so vertraut mit Tieren. Und ich hatte damals schon das Problem, ich wollte immer das Dreieck so in die kreisrunde Form und sowas. Es liegt an den Tieren. Also ich bin ja Veganer, ja. Und darum konnte ich das einfach nicht. Deswegen hast du auch verloren. Ja, als Veganer hat man verloren. Es ist das Thema der Gamescom. Alle fragen sich, ist es ein Sport, ist es kein Sport? Natürlich geht es um Headies. Tischtennis mit größeren Bällen und im Kopf. Laura und ich haben letztes Jahr, was grinst du mich so an? Größere Bälle, haha. Aha, darum ist Tim heute auch hier. Tim, wie erfahren bist du mit Tischtennis? So gut wie mit allen Ballsportarten, ich freue mich richtig drauf. Gut, es wird dir nichts bringen, wenn du gut im Tischtennis bist, denn Headies ist was ganz anderes. Und deshalb starten wir jetzt los mit den Kopfball-Tischtennis-Spielen. Wenn ihr euch fragt, wieso die laufen, ich habe keine Ahnung, aber Headies, eindeutiger Sieg an mich. Platz 2 direkt hinter mir, Laura. Und ganz hinten, Tim Hirsch auf Platz 3. Ja, das war der Herzen. Ja, war gut.
von dir nicht, aber... Super toll, nee. Also von dir war es nicht so gut. Laura, großartig, du hast dich gesteigert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit unserer Challenge und wir werden jetzt mal aus, wer hier gewonnen hat. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt bei der Gamescom 2018, um die Rumble Pack X Play X Gamescom Battle Challenge auszuwerten. Und mit wenigen Punkten ganz weit am Ende beleider ich. Ich habe den dritten Platz gemacht. Im nächsten Spiel mache ich euch beide Platz. Aber das nächste Spiel, ich nehme die beiden jetzt auseinander. Ich sag's euch, bin nicht so vertraut mit Tieren. Also ich bin ja Veganer und darum konnte ich das einfach nicht. Ich habe den glorreichen letzten Platz belegt. Aber ich sag immer Podium, ja? Hauptsache Podium. Auf Platz 2, die wunderbare Laura. Ja, geil. Nächstes Jahr bin ich dann Platz 1. Passt auf. Nein, das wird nicht passieren. Und auf Platz 1 dieses Mal unser Gast Tim Hielscher. Ach, ihr habt mich doch gewinnen lassen. Ja, wir haben ihn gewinnen lassen. Ja. Tim, es war schön, dass du hier warst. War ein großer Spaß auf jeden Fall, eine epische Schlacht. In diesem Sinne, ich fordere eine Revanche. Nächstes Jahr geht's in die nächste Runde und wir schauen mal, wer da siegreich hervorgeht und dann auch vielleicht sogar einen Preis gewinnt. Tim, dein Preis für heute ist eine wunderschöne Woche auf der Gamescom. Oh, danke schön. Ja, freue ich mich aber. Ja. Mega. Und ein Schulterklopfer.